Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Als Löwe durchläufst du derzeit eine Phase erhöhter Sensibilität und Transformation, die durch eine erhöhte Aufmerksamkeit für deine Umgebung und die Menschen in ihr gekennzeichnet ist. Diese Zeit des Wandels ist eine Gelegenheit zum Wachstum, die es dir ermöglicht, dein Verständnis für andere und dich selbst zu vertiefen. Dein natürliches Charisma und deine Stärke als Löwe werden dir dabei helfen, dich an diese Veränderungen anzupassen und dich zu einfühlsameren und sachkundigeren Entscheidungen in allen Bereichen deines Lebens führen. Was deine Gesundheit und Ernährung angeht, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um dein Wissen zu erweitern. Erforsche ganzheitliche Praktiken und pflanzliche Heilmittel, die auf deine individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind. Deine Neugier könnte dich zum Vegetarismus oder anderen Ernährungsformen führen. Auch wenn dies ein neuer Bereich für dich ist, kann schon eine flüchtige Erkundung wertvolle Erkenntnisse liefern und möglicherweise ein dauerhaftes Interesse an alternativen Ernährungsweisen wecken. Bei der Arbeit spürst du vielleicht eine Spannung zwischen deinem Bedürfnis nach kreativem Ausdruck und den praktischen Anforderungen deines Jobs. Wenn du kritisiert wirst, weil du dich nicht an die konventionelle Arbeitsstruktur hältst, solltest du dich nicht entmutigen lassen. Sieh dies stattdessen als Ansporn, nach Möglichkeiten zu suchen, die mehr Autonomie bieten und deinem dynamischen Wesen besser entsprechen. Eine Aufgabe, die es dir ermöglicht, dein eigenes Tempo zu bestimmen und deine innovativen Ideen zu erforschen, könnte erfüllender und förderlich für dein Wachstum sein. In deinem Privatleben ist es wichtig, dass du ein Gleichgewicht zwischen Denken und Intuition findest. Zu viel Nachdenken kann zu Verwirrung und Unentschlossenheit führen. Nimm dir stattdessen Zeit, dich zu entspannen und dich mit deinem inneren Selbst zu verbinden. Deine Löwe-Intuition ist ein mächtiger Wegweiser, auf sie zu hören, kann dir helfen, die richtige Richtung einzuschlagen, besonders in Angelegenheiten, in denen Logik allein nicht ausreicht. Heute stehen die Sterne so, dass du in deinem sozialen Umfeld eine angenehme Überraschung erleben wirst. Vielleicht kreuzt sich dein Weg mit dem einer unerwarteten Person, eine zufällige Begegnung, die deinen Tag deutlich aufhellen könnte. Diese scheinbar zufällige Begegnung könnte mehr Bedeutung haben, als dir zunächst bewusst ist. Egal, ob es sich um einen neuen Freund, einen Geschäftskontakt oder sogar ein potenzielles romantisches Interesse handelt, diese Person wird eine neue Perspektive und positive Energie in dein Leben bringen. Genieße die Spontaneität dieser Begegnung, sie erinnert dich daran, dass die wertvollsten Geschenke des Universums manchmal in Form von zufälligen Begegnungen kommen. Halte deinen Geist und dein Herz offen, denn diese Begegnung könnte zu wunderbaren und unvorhergesehenen Gelegenheiten führen. Erinnere dich in dieser transformativen Zeit daran, dass Veränderung ein allmählicher Prozess ist. Die derzeitige kosmische Energie fördert die Entwicklung und das persönliche Wachstum, aber es ist wichtig, dass du dich zurückhältst. Unter dem Löwemond und während Merkur in den Steinbock eintritt, solltest du darauf achten, ein Gleichgewicht zwischen deinem Ehrgeiz und deinem Bedürfnis nach Selbstfürsorge zu finden. Kleine, konsequente Anpassungen deiner Routine und Gewohnheiten können mit der Zeit zu bedeutenden Veränderungen führen. Achte auf deinen Stresspegel und gib dir den Freiraum, dich anzupassen und in deinem eigenen Tempo zu wachsen. In dieser Zeit geht es nicht nur darum, neue Höhen zu erreichen, sondern auch darum, auf dieser Reise Harmonie und Ausgeglichenheit zu finden. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden.
Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir 3 Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Umgekehrte Stärke deutet auf einen vorübergehenden Mangel an innerer Stärke oder Selbstzweifel hin. Sie kann auf eine Phase hinweisen, in der du dich weniger selbstbewusst fühlst oder Schwierigkeiten hast, Herausforderungen zu meistern. Für den heutigen Tag rät dir die Karte, dir der Momente bewusst zu sein, in denen dein Selbstvertrauen schwindet. Es ist wichtig, dass du dich darauf konzentrierst, deine innere Stärke und dein Selbstvertrauen zu stärken, wenn du dich Hindernissen stellst. Die 10 der Schwerter ist eine Karte, die das Ende einer schwierigen oder schmerzhaften Situation symbolisiert. Sie steht oft für das Erreichen eines Punktes, an dem du eine bestimmte Last nicht mehr ertragen kannst und es an der Zeit ist, loszulassen und eine Veränderung zuzulassen. Heute deutet die 10 der Schwerter darauf hin, dass du vielleicht am Ende eines herausfordernden oder belastenden Zyklus angelangt bist. Es ist ein Zeichen dafür, dass es an der Zeit ist, loszulassen, was dir nicht mehr dient, und sich auf einen Neuanfang vorzubereiten. Der Bube der Münzen ist eine Karte der neuen Möglichkeiten, der Praktikabilität und des Lernwillens. Sie steht oft für einen jungen Menschen oder einen Neuanfang im materiellen oder schulischen Bereich des Lebens. Heute ermutigt dich der Bube der Münzen dazu, neue Chancen zu ergreifen, auch wenn du dafür ganz von vorne anfangen musst. Sei offen für das Lernen und erforsche mit Begeisterung praktische Möglichkeiten. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf einen Tag hin, an dem wir das Ende einer herausfordernden Phase anerkennen und uns auf einen Neuanfang vorbereiten. Die Karte Umgekehrte Stärke unterstreicht die Notwendigkeit, innere Stärke und Zuversicht wiederzuerlangen. Die 10 der Schwerter steht für das Ende einer schwierigen Situation und damit für eine Chance zur Erneuerung. Der Bube der Münzen steht für die Offenheit, sich auf neues Lernen und praktische Erfahrungen einzulassen. Konzentriere dich heute auf den Aufbau deiner inneren Stärke und erkenne, dass du das Ende einer schwierigen Phase erreicht hast. Ergreife neue Möglichkeiten mit Begeisterung und der Bereitschaft, von Grund auf zu lernen. Indem du loslässt, was dir nicht mehr dient, und neu anfängst, kannst du den Weg für eine hellere und vielversprechendere Zukunft ebnen.